Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer. Heute geht es um den Kreuzbandriss, einen weiteren Teil meiner Reihe des medizinischen Fitnesstrainings. Ganz wichtig, schreib mal unten hier in die Kommentare rein, ob dir diese Videos über diese medizinischen Sachen gefallen, ob dir die weiterhelfen, damit ich auch weiß, ob ich darüber noch weitere Videos machen soll. Ja, heute geht es um den Kreuzbandriss. Zuerst werden wir uns wie immer die Entstehung anschauen, danach die Symptome, Diagnose, die Therapie und vor allem ganz wichtig, was können wir denn als Trainer tun, um den Leuten zu helfen, die einen Kreuzbandriss haben. Und hier wieder ganz wichtig am Anfang dieses Videos. Das Video ist jetzt nicht für Physiotherapeuten oder sowas gedacht, sondern eben für Fitnesstrainer, die eben Kunden haben, die zu ihnen kommen und sagen, hey, ich hatte vor geräumer Zeit einen Kreuzbandriss und soll jetzt einfach Muskulatur aufbauen, das hat mein Arzt gesagt. Und für diese Leute ist es eben, damit die wissen, was sie darüber tun können. Ja? Zuerst mal zur Funktion der Kreuzbänder. Was machen die Kreuzbänder eigentlich im Kniegelenk? Ja? Die sind eigentlich für die Stabilität sozusagen verantwortlich im Kniegelenk. Und wenn man die nicht mehr hat, werden wir später auch noch zu kommen, ist man relativ instabil im Kniegelenk. Ja? Und vor allem hilft das Kreuzband eben dabei, dass der Unterschenkel gegenüber dem Oberschenkel nicht nach vorne oder hinten wegrutscht. Ja? Das machen hauptsächlich die Kreuzbänder. Kommen wir zum ersten Punkt, und zwar der Entstehung eines Kreuzbandrisses. Sowas passiert häufig bei Stop-and-Go-Sportarten. Ja? Das heißt zum Beispiel bei Fußball, bei Handball oder auch beim Skifahren kannst du eben häufig dazu kommen, dass eben ein Kreuzbandriss auftritt. Ja? Oder auch zum Beispiel nach Landung, nach einem Sprung. Ja? Zum Beispiel, wenn man beim Skifahren eine Schanze runterfährt und dann doof aufkommt oder sowas. Sowas kann alles eben einen Kreuzbandriss begünstigen, da einfach dann der Unterschenkel gegenüber dem Oberschenkel verschoben wird und dadurch dann das Kreuzbandriss durchreißt. Ja? Zum Beispiel beim Fußball oder sowas, wenn man jetzt in einen starken Zweikampf geht und dann gegrätscht wird und dann wird das Bein umgeknickt und so weiter, das kann eben alles zum Kreuzbandriss führen. Und häufig ist es aber eben auch so, dass meistens das vordere Kreuzband reißt. Ja, das heißt, es trifft 10-mal häufiger ein vorderer Kreuzbandriss als ein hinterer Kreuzbandriss auf. Ja, woran liegt es jetzt einmal? Einmal ist das hintere Kreuzband, hat es einen größeren Durchmesser, das heißt, es ist viel belastungsfähiger als das vordere Kreuzband. Ja. Und ist auch für andere Funktionen verantwortlich, die eben bei diesen Sportarten nicht so häufig vorkommen, beziehungsweise die Funktion des vorderen Kreuzbandes wäre dem Tier sehr gefordert und deswegen bei diesen Sportarten kann es eben sein, dass so ein Kreuzbandriss eben zustande kommt. Nun schauen wir uns die Symptome genauer an. Wie merkt man denn nun, dass man einen Kreuzbandriss hat? Ja, natürlich erstmal durch starke Schmerzen im Kniegelenk und es liegt daran eben, dass auch durch das Kreuzband Nervenbahnen durchlaufen. Das ist klar, wenn die reißen, dann kann es natürlich zu starken Schmerzen führen. Dann ist natürlich klar, eine Schwellung des Kniegelenkes ist hier vorhanden, das heißt, es wird dicker. Außerdem gibt es Einblutungen ins Gelenk, was auch nicht so gerade angenehm ist. Und was man aber auch noch mit dazu sagen muss, ist, dass häufig auch andere Sachen im Knie mit betroffen sind. Ja, das heißt, ein Kreuzbandriss tritt selten alleine auf, sondern es kann eben auch noch sein, dass eben noch Meniskusschäden dabei sind, dass noch Seitenbänder auch noch angerissen oder durchgerissen sind oder auch, dass der Knorpel beschädigt ist. Ja? Und je nachdem, wie viele Sachen da eben jetzt kaputt sind sozusagen, je nachdem kann es eben noch sein, dass der Heilungsprozess dann umso länger ist. So, wie diagnostiziert man das Ganze jetzt? Und zwar gibt es da einen ganz einfachen Test, und zwar, das ist der Lachmann-Test. Der wird meistens von einem Arzt durchgeführt, aber ich kann es dir auch mal kurz vorzeigen, was bei diesem Test gemacht wird. Ja, also der Patient legt sich ungefähr, legt sich erstmal hin und hält sein Bein in ungefähr 30 Grad Stellung ungefähr und dann nimmt der Arzt in den Unterschenkel und versucht, ihn gegen den Oberschenkel nach oben oder unten zu verschieben. Ja, wenn es eben so ist, dass er nur 2 bis 3 mm nach oben oder unten verschieben kann, dann ist es was ganz Normales, sieht man ja bei mir auch, dass es ziemlich fest ist hier. Wenn man das aber jetzt so 5 bis 12 mm verschieben kann, ja, und da gibt es auch so verschiedene Messmethoden noch, wie man das eben rausfindet, dann ist es eben so, dass eben ein Kreuzbandriss vorherrscht. Ja, wenn man es eben nach vorne, also nach oben verschieben kann, dann ist das vordere Kreuzband gerissen. Und wenn man es nach unten verschieben kann, dann ist das hintere Kreuzband gerissen. Und das nennt man auch den Schubladeneffekt, ja, weil der Unterschenkel wie eine Schublade gegenüber dem Oberschenkel rausgezogen wird. Und das kannst du gleich schon mal merken, denn das brauchen wir später auch fürs Training. Als Vorletztes schauen wir uns jetzt die Therapie an. Da gibt es jetzt verschiedene Varianten. Entweder macht das Ganze mit einer OP oder eben auf die konservative Art und Weise. Das heißt einfach nur mit Muskelaufbautraining und ohne Operation. Bei wem macht man jetzt denn welches? Häufiger ist es so, dass man eben bei jungen Leuten, die auf jeden Fall noch viel, viel Sport machen wollen und auch ihre Sportart machen wollen, die sie davor gemacht haben, wie zum Beispiel Fußball und so weiter, bei denen wird es eben häufig operiert, einfach weil das Kniegelenk danach wieder stabiler ist. Bei älteren Leuten
ist es so, dass es meistens konservativ behandelt wird, einfach weil sie im Alltag nicht so eine hohe Belastung auf das Kniegelenk haben und deswegen es im Alltag eigentlich gar nicht mehr spüren, wenn eben genug Muskulatur vorhanden ist. Wie schaut das Ganze jetzt aus bei einer OP zum Beispiel? Also erstmal sollte man nach Empfehlung der Ärzte erstmal 2 bis 6 Wochen warten, bevor man eben sich einer OP unterzieht, einfach weil das Kniegelenk dann schon ein bisschen abgeschwollen ist. Und dann nach 6 bis 8 Wochen nach der OP kann man dann, also nach der Physiotherapie, nach ca. 8 Wochen kann man eben mit Muskeltraining beginnen. Und das kann eben der Punkt sein, wo eben die Leute zu euch ins Fitnessstudio kommen und sagen, hey, ich habe einen Kreuzbandriss gehabt, ich muss jetzt Muskeln aufbauen. Ja? Bei einer konservativen Behandlung ist es so, dass es ca. 10 Wochen mit Physiotherapie, Krankengymnastik und so weiter dauert, bis die Leute wieder ein normales Leben führen können. Aber was eben bei beiden Varianten der Fall ist, dass die Leute sich einfach unsicher fühlen. Ja? Die haben einfach die Stabilität im Kniegelenk verloren und deswegen fühlen sie sich halt unsicher, trauen sich im Fußball nicht mehr so hart ranzugehen, trauen sich nicht im Alltag das Knie so zu belasten. Und da kommen wir Fitnesstrainer halt ins Spiel. Diese Sicherheit müssen wir ihnen wieder geben und eben das beste Muskelaufbautraining eben für so einen Kreuzbandriss machen. So, und was muss man eben trainieren, wenn man denn eben unsicher ist im Kniegelenk? Natürlich wieder 2 ganz wichtige Sachen. Einmal das propriozeptive Training, das heißt einfach Training auf wackeligen Untergründen. Ja, zum Beispiel kann man auch irgendwelche Sprünge zum Beispiel üben, wenn man jetzt zum Beispiel Fußballer ist. Solche Sachen kann man auf jeden Fall machen. Da zeige ich dir gleich noch was du konkret machen kannst. Und natürlich auch der Muskelaufbau ist extrem wichtig. Ja, das heißt, diese beiden Sachen geben dir eben Sicherheit oder geben den Leuten Sicherheit im Kniegelenk, wenn sie eben so einen Kreuzbandriss hatten. Und das Ziel davon ist es eben einfach, dass sie wieder sicher sind und dass sie das Knie wieder vollständig belasten können und eben ihre Sportart auch wieder ausführen können, was so meistens nach 6 bis 8 Monaten dann der Fall ist. Ja? Was hier noch ganz wichtig ist bei Leuten mit Kreuzbandriss, zumindest mit vorderem Kreuzbandriss, dass sie 6 Monate keinen Beinstrecker machen dürfen. Ja? Weil der Beinstrecker begünstigt eben genau diesen Schubladeneffekt. Das heißt, dass der Unterschenkel gegenüber dem Oberschenkel nach vorne rausgeschoben wird. Wenn eben unten am Unterschenkel eine Belastung stattfindet, dann wird eben der Unterschenkel am oberen Ende in die andere Seite gedrückt. Und das ist ja genau das, was wir eben nicht haben wollen. Das ist genau das, warum das Kreuzband gerissen ist, das vordere Kreuzband. Und deswegen 6 Monate lang kein Beinstrecker, dann lieber andere Übungen wie Beinpresse und so weiter. Aber ich zeige dir jetzt noch konkret im Fitnessstudio, was du genau machen kannst. So, die erste Übung, die man machen kann bei einem Kreuzbandriss, ist die Kniebeuge auf dem halben Bosu-Ball. Dabei sollte man darauf achten, dass das Gewicht trotzdem versucht wird, in der Ferse zu halten. Ja, man kann es natürlich auf dem ganzen Fuß verteilen, aber man sollte nicht nur aus der Fußspitze hochdrücken. Und wenn es am Anfang vom Training des Kunden zu schwer ist, kannst du dich ja auch daneben stellen und er kann sich an dir festhalten oder hält sich an irgendwas anderes halt fest. Wenn er dann ein bisschen weiter fortgeschritten ist, kann er auch ein Zusatzgewicht verwenden, zum Beispiel hier so eine 10 Kilogramm Core Bag. Sowas verwenden wir in unserem Studio meistens. Und ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Übung, um eben die Propriozeptoren anzusprechen, weil das man eben einen wackeligen Untergrund hat und aber auch ein bisschen Muskulatur aufzubauen. Dann, was man natürlich noch machen kann, ist der Ausfallschritt auf dem halben Bosu-Ball. Hier ähnliches Thema. Man sollte nicht zu weit mit dem Knie vor die Fußspitze nach vorne rauskommen, sondern versuchen, immer schönes Gewicht in der Ferse zu lassen. Ist natürlich hier ein bisschen schwieriger, aber man sollte halt so ein bisschen schauen, dass das Ganze passt. Hier kann man natürlich auch wieder mit Zusatzgewicht arbeiten. Dann, was kann man mit so einem halben Bosu-Ball noch alles machen? Die gleichen Übungen kann man übrigens auch mal erstmal auf dem Erics-Kissen machen, wenn das Ganze zu schwer ist. Ja? Aber wir haben halt hier nur diesen Bosu-Ball, diesen halben, und deswegen zeige ich euch es eben hier. Dann kann man sich einfach noch draufstellen auf den Bosu-Ball und einfach mal sich auf einem Bein hinstellen, auf das verletzte Bein sozusagen, und dann einfach ein bisschen ausbalancieren. Einfach schauen, wie man sich selbst halten kann. Dann kann man auch mal versuchen, die Augen zu schließen, was schon wirklich sehr schwer ist. Und das habe ich vorhin auch nicht geschafft, dass ich da die Augen schließen konnte und auf dem halben Ball noch stehen konnte. Und was man auch noch machen kann als kleine Partnerübung ist, wenn man sich auf diesen halben Bosu-Ball oder auf so ein Erics-Kissen stellt und dann einen Ball zugeworfen bekommt, das kann man natürlich immer variieren, einmal nach oben werfen, einmal nach unten, einmal links, rechts, zur Seite und so weiter. Das heißt, hier werden einfach wieder solche Sachen geschult und hier werden wieder alltagsrelevante und alltagsnahe Sachen eben trainiert und somit die Propriozeptoren aufgebaut, was eben den Kunden dazu führen kann, dass er sich sicherer fühlt.
Dann, was kann man noch machen? Zum Beispiel an der Beinpresse, um das Ganze ein bisschen wieder wackelig zu machen und das Ganze ein bisschen schwerer zu machen, um die Propriozeptoren mitzutrainieren, ist zum Beispiel hier so eine kleine Matte zwischen Fuß und diesem Brett stellen. Die Matte ist schon fast ein bisschen zu hart. Wir haben leider kein Erics-Kissen oder sowas da. Man kann zum Beispiel ein Erics-Kissen gut verwenden oder auch so ein Luftkissen, das würde auch gut funktionieren. Da kann man eben dann auch wieder die Beine gut mit trainieren und hat auch wieder gleich die Propriozeptoren mit dabei. So, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, dir hat das heutige Video gefallen. Falls ja, lass mal ein Like da und vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren und schau dir auch nochmal die anderen Videos an, die ich über das medizinische Fitnesstraining schon gemacht habe. Außerdem kannst du mein Buch abchecken, das ich neu geschrieben habe jetzt. Da werden viele Sachen drinstehen, die dir weiterhelfen auf deiner Karriereleiter als Fitnesstrainer. Ich werde dir zeigen, wie du eine Gehaltserhöhung als Fitnesstrainer bekommst. Da kannst du einfach mal hier klicken, wenn du darüber mehr erfahren möchtest. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Karriere als Fitnesstrainer, dein Tim Knalzig und ciao.